So, Dalle. Da sollten wir wieder sein. Jetzt aber wirklich. Ja. Jetzt sind wir da. Grüß euch. Seht uns alle? Hab ich die Ehre. Kann man wieder. Fritz Status, jetzt sicher ich. Jetzt sicher ich. Ah, Fritz. Okay. Jetzt sicher ich. Wenn wir gleich mal schauen. Ich habe zwei Livestreams. Einer läuft, einer wartet. Sag einmal. Ja, da hat es ein technisches. Eine technische Bahn. Aber. Ach, Entschuldigung, es geht. Okay. Der geht's auch. Der geht jetzt. Gut. Okay. Ja, aber wie viele Livestreams sind da jetzt da? Wir haben es gleich. Leon, wir haben das gleich. Aber ich glaube, da hat das jetzt hin. Jawohl. Jetzt funktioniert das. Das ist heute ein besonderer Start. Grüß euch, servus, küss die Hände noch einmal. Ich hoffe, ihr seid auch da. Ich hoffe, ihr habt alle rumgefunden jetzt da. Ich verstehe das nicht. Technische. Na, was das war, was das jetzt war, warum da zwei Livestreams gekriegt sind. Einer läuft, einer. So. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da bei 16er Punkt. Da gibt es jetzt nur einen Livestream, richtig? Jetzt müssen wir noch angucken. Ich will es noch angucken, ja. Bei der Nummer 3 dabei, so der Landtalstromer. Ja, was ist, was da los war? Was da los ist? Da war so komisch, weil ich nur 10 Zuseher habe. Ja, aber einige waren dabei, die haben kommentiert. Also grüß dich Gott, der jetzt vorher nicht dabei war. Technische Hindernisse. Ja, aber was wissen wir nicht, wieso. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil es waren nämlich einige da. Und die haben kommentiert, ganz normal. Jawohl, Uschi Paula. Der Schassel sagt auch. Munkerin sagt, jetzt geht's, da muss gehen. Gut. Die Technikprofis haben es geschafft, sagt der Marinus Herzl. Was denn? Ne? Die Technikprofis glaube ich nicht, aber wir haben es geschafft. Multiple Streams, das Wienerlied vermehrt sich. Da ist der Wacker. Ja, aber ganz blöd. Also ganz. Weil es haben einige nämlich tatsächlich dann geschrieben und kommentiert. Und also ganz normal, wir waren nur wenig Leute. Und haben wir gedacht, ja, das wird wegen der Uhrzeit sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und auf einmal kommt mein Munkelein runter und sagt, bist du sicher, dass live sind? Sag ich, ja, wir haben das gerade gesehen. Haut hier jetzt da, ja. Aber, ja. Also ich hoffe, es haben alle umgefunden. Da schau ich alle da. Rudi Korbe schreibt schon. Das ist ja auch nur mit der Technik und der Schwiegermutter, ne? Jawohl. Jetzt kannst du die lesen, ne? Die Kommentare, das ist super. Kannst du das ja lesen? Ja, es ist so klar. Willst du die Ding haben? Ein Tablet? Auf der Größe. Willst du das Tablet haben? Dann kannst du es lesen. Aber die macht das in Querformat. Dann geht's. Mach's in Querformat. Hallo Burschen, Fritz Status. Jawohl. Fritz, ich habe auch bereits die Nachricht vernommen. Zwei T-Shirts gehen morgen auf die Reise zu dir. Danke, Fritz, für die Bestellung. Danke. Große Freude. Boah, das war jetzt aber. Bist du deppert? Warum ist das so? Kennt ihr mir das so? Nein. Aber jetzt schaut es anders aus. Jetzt haben wir 30 Zuschauer. Wir haben vorher 10 Zuschauer gehabt. Ich dachte, ja, weiß nicht. Dass die Zeit so blöd geht, naja, wie auch immer. Also hoffentlich hört und sieht man uns jetzt. Zongos-Welt, die Doppelstreben. Ja, aber warum das so? Aber auf jeden Fall, Zongo, du siehst, wir können dir wirklich Konkurrenz machen. Mit der Technik. Wenn wir also so einen Partner wie Fleischleibchen hätten, gab es jetzt wahrscheinlich schon allein, weil eben da ja der Doppelstream. Nicht das Wienerlied lebt, sondern der Doppelstream lebt oder sowas. Ja, Patrick, auf zur Gitarre, jetzt müssen wir natürlich nachholen, was wir schon gespielt haben. Ja, spielen wir es nochmal. Nein, ist gleich. Pass auf, der Benjamin Rüdiner. Bei dem vorigen Stream habe ich ganz normal eine Info von YouTube gekriegt und dort drauf geklickt. Aber jetzt sind wir alle zusammen. Ja, weil ich habe jetzt den gleichen Link. Jetzt sind es einfach mehr 32 Zuseher. Ja. War heute mit euch unterwegs, Fritz Status. Ah, mit der CD oder was? Hat's euch gefallen? Ganz ehrlich, Fritz. Du musst ehrlich sein und positiv Kritik machen. Boah, da kann man nichts sagen. Aufregender Joke mache ich vollkommen nicht. Ja, also das war jetzt aufgrund wahrscheinlich, dass wir die Sendezeit verändert haben auf 20.15 Uhr, haben wir beinhart keine Kost und Mühen gescheut und das Publikum einmal mit einem Schockerlebnis wachgerüttelt. Einmal wachgerüttelt, ja ruhig. Thomas Klagenfurt ist da herrlich. Ja gut, also jetzt sind wir wieder in einer gewohnten Umgebung, Gott sei Dank. Jetzt gehen wir uns wieder aus. Wir trinken einen Grüner mit Lena aus dem Weihviertel, aus Bullendorf, den Mammutwein. Patrick, auf das trinken wir jetzt. Das war jetzt herrlich, klar. Also der Franz Bradl ist eines deiner Lieblingszitate. Ja, das war der Karl Löbel war das damals. Können Sie mich hören? Ja, ich sehe sie! Da
Da haben wir kleine Kinder noch. Ich habe mir so angehört, live, ich da Zip wieder Zeit im Bild. Großartig. Wahnsinn. Weil das war jetzt wirklich ein Ding. Das war jetzt wirklich ein. Und ich meine, da muss ich gleich am Anfang schon ein bisschen sudern gehen. Also euch aussudern sozusagen. Weil jetzt, wo wir diese technische Herausforderung gemeistert haben, wie ein IT-Profi in Silicon Valley es nicht zusammenbringen würde, weil der täte nämlich nach der Ursache suchen, wir haben einfach. Das sucht aber nichts noch wahrscheinlich. Wir haben einfach nichts gemacht, sondern einfach nur neu gestartet. Finde ich persönlich, aber das überlasse ich ganz euch, dass schon jetzt dieses Video mehr als 9 Daumen nach oben verdient hat. Ich glaube ja. Hat es uns einen? Ich glaube ja. Sagt so wie. Schau mal, Daniela Schlögl ist dabei, Tab 3, Landtagstromer. Haben wir eh schon vorher, ja, aber Thomas Nickmann ist wieder da. Jawohl. Das heißt, seit ich im Brennraum bin, schockiert mich nichts mehr. Großartig, Thomas Nickmann, die Meldung zum Tod. Die Meldung zum Tod. Ey, Wahnsinn. Patrick, jetzt reiß auch nochmal. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Ja, ich nehme auch noch einen Schluck auf Erfüllung. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Jetzt habe ich mir gedacht, wie wir begonnen haben, diese ganzen Geschichten, waren wirklich meine größten Probleme, war nicht mehr das, dass man dachte, was ist, wenn was ist, was muss ich, wie muss ich das tun, wenn da irgendwas nicht geht und Jesus, nein. Ja. Was ist, wann was ist, dass nämlich nichts ist, auch wann was ist. Ja. Ne? Oder bei meinem Podcast zum Beispiel. Ich mache einen Podcast und da habe ich ja oft, oder fast nur, derzeit zumindest, Leute über Skype. Über Skype, ja. Und das nehme ich halt auf und so weiter. Und das habe ich lange nicht gemacht, weil man echt dachte, die halt den Stress nicht aus. Wenn ich da jetzt, der nimmt sich Zeit, lässt sich von mir da interviewen und dann bricht es oder dann gelingt mir das nicht oder sowas. Ganz fürchterlich. Und jetzt habe ich mittlerweile gedacht, ja, habe ich eigentlich im Griff. Und was ist? Boom, bums den Hansl, Badewatsch. Hat er hin. Ja. Patrick, was reißen wir? Was reißen wir jetzt auch? Was machen wir jetzt? Ich bin ein bisschen. Dann machen wir nochmal einmal im Monat. Sollen wir es nochmal machen? Das haben wir nicht viel gehört. Aber nur auch nicht also ohne Strophe? Ohne Strophe, ja. Oder mit einem Solo. Ein Refrain wiederholen, ein Solo. Da. Verstehst du? Verfuhr nochmal. Ja, gut. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Dress. Ich nehm mein Mann. Fahr nach Grenze raus und Domi du raus. Spülen sie es die Schramme, ignoriert meinen Pfand. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Hose, ob sonst kein Verbess. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Chess-Akkord ist dann, wenn statt ein Dreiklang ein Vierklang ist. Nur für die Leute, das wissen wir. Was das große Mysterium Chess betrifft. Ja. Statt ein Dreiklang. Ein Vierklang spielen. Vierklang. Wir sind schon im Chess. Jawohl, das muss man nachschauen. Ich bin noch immer ganz. Ich bin, da kommen die Achteln rein. Ja. Danke. Jetzt habe ich vor lauter Stress, also das hat jetzt nichts mit dem Ding, habe ich noch das Leiberl. Das ist schon ein bisschen dreckig da. Man sieht es. Mein Mundgelein hat zu mir gesagt, erst du musst da vorher. Das Leiberl
einen frischen Leiberl anziehen. Soll ich das noch machen? Nein, das sieht man eh nicht. Schon die Katharina Steurer, schickt dir einen lieben Gruß. Ja, das gefällt mir. Euch zwei. Danke. Danke, Katharina. Meine Nichte aus Kirchschlag in der Buckelwelt. Ich war bis heute in Bocenau in meiner Klause. Bin heute heimgekommen. Du auch? Ein Schluckel, ne? Danke, ist schon genug. Vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. Also eine größere Tour nach Kirchschlag. Ich habe mich so gefreut, weil in Kirchschlag ist mein Stammcafé der Wienhofer. Und endlich wieder geöffnet auch nicht. Ja, das ist herrlich. Bin gleich hier. Mit Brioche? Nein, Topfengolatsche. Die mache ich nur frisch. Also die Grenzmenge. Wirklich nur zwei Stickel oder was in der Vitrine. Und also herrlich. Und ich habe gesehen, die Topfengolatschen. Großer Brauner. Topfengolatschau. Eine oder zwei? Eine reicht, ich habe dann noch Schaumre gegessen, müssen wir auch. Aber apropos, was war da noch? Sehr schön gespielt, sagt Marinas herzlich, danke dir vielmals. Zonkos Welt TV ausziehen. Achso, wenn ihr ein yes, das ist sicher nicht. Jetzt willst du, dass wir gar keine Zuseher mehr haben, oder was? Das ist, dann haben wir einen Triple-Stream. Speed-Triple-Stream. Das glaube ich auch. Ja, es ist nur dreckig ein bisschen. Du hast gesagt, nein, das kann nicht sein. Mit dem kann ich nicht da sitzen. Aber ich habe hab gesagt, ja. Und habe natürlich vergessen, dass ich mich umziehe vorher. Eieiei. Weiße Flecken am Schwarzen. Hoffentlich vom Topfinger. Schön war's. Nein, das ist schon. Schweißflecken. Das ist ein Schweißflecken, ja. Nein, aber es ist, ich bin aus der Klause nach Wien gefahren und da habe ich mein Motorrad am Anhänger mitgenommen. Und das war ein bisschen mühsam. Wir haben einen neuen Anhänger, einen neuen Motorradanhänger und das war ein bisschen mühsam da zu arbeiten, ein bisschen dreckig geworden. Aber jeden Versuch ist gelungen. Also ja, das ist ja tadellos. Ich war verschwitzt, ich glaube drei Muskeln habe ich mir zerrt und weiß ich nicht was, aber alles gelungen. Aber was ich erzählen wollte, wegen was da passiert ist, das ist ein Wahnsinn. Da steigen wir jetzt so viel um, auf so viel Schnapsbrenner. Auf Desinfektionsmittel. Ne? Mhm. Und natürlich ein alter Schmäh, das habe ich schon lang habe ich das war ganz am Anfang Corona, habe ich gesagt, pass auf, das ist überhaupt kein Thema. Ich gehe zu meinem Nachbarn in der Klasse, der ja auch, also dann ja alle Schnapsbrenner bei uns so, ne? Mhm. Und habe ich gesagt, erst gib mir so eine Flasche Vorlauf. Ne? Der Vorlauf, wer es nicht weiß, das ist das, was halt, das ist der giftige Alkohol, ne? Kann man sagen quasi. Da ist Methanol noch drinnen und genau. So viel Müllalkohol und solche Sachen drinnen, die man nicht trinken will. Also ja. Das ist nicht lecker. Nein, und stinkt und schmeckt nicht gut und ist auch nicht gesund. Ne? Sozusagen. Und das ist der Vorlauf, das ist das erste, der billigste Alkohol. Ne? Kann man Vorlauf, sagen. Dann kommt das Herzstück, ne? Und dann kommt der Nachlauf. Genau. Das ist auch wieder nicht so. Und da ist vor allem wieder spannend. Viel Wasser drinnen auch. Ne? Also das ist da schon. Und diesen Vorlauf, den tut man also weg. Und dann kommt eben der Schnaps eigentlich und den Vorlauf hebt man halt dann auf, zum, dass man Alkohol daheim hat für, zum Desinfizieren. Also die Waschanlage vom Auto einfüllen auch so. Also das ja. Naja, und auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich. Was dauert es? Habe ich mich verdaut in Flaschen. Ne? Und das Problem ist mich wirklich, dass da der Vorlauf auch so riecht. Und hab also bei mir jetzt daheim. Und habe wirklich, also, neben immer wirklich verdauen mit meinem Einfüllen und Ding und nehme die Flaschen und schenke mir ein Stamperl rein. Gut, riech noch, nicht so, wow, herrlich. Ja. Lass mir das aber, bist du der. Jetzt habe ich keinen Kuster mehr auf einen Schnaps. Aber wenn man sieht, so viel Methylalkohol dürfte nicht drinnen gewesen sein. Naja, gut, dieser Stamperl bringt ja nicht um. Sehen du da noch was? Ja. Nein, das ist echt ganz schlimm. Ja. Aber. Weitkett ist dabei! So schaut es aus. Zokos Welt TV, Lederhose heißt, naja, mir ist schon heiß, aber die Lederhosen ist keine Lederhose, sondern es ist eine Badelederhose. Also ohne Leder? Ja. Das ist eine Badehosen, wo es ausschaut wie Lederhosen. Aber es ist ja, weil es heute dann da wirklich warm war. Dadurch hat sich das so ergeben. Der Benjamin Rüdener fragt. Vielleicht hast du erzählt, warum der Umstieg von KTM auf Honda. Ne? Die große Schwierigkeit ist halt immer, das haben wir beim letzten Livestream auch gehabt.
Da war ich allein, weil der Patrick da im Bett liegen musste. Ja. Und da war echt das Problem, dass wir es dann verzettelt haben. Und wir eigentlich da, glaube ich, eine halbe Stunde über Motorradeln geredet haben. War schön, aber das... Naja, aber das ist ja in der Bavaria ist das letzte. Aber ganz kurz, es ist nur so, ursprünglich wollte ich mir ein zweites Motorrad kaufen. Corona hat das natürlich vereitelt, aufgrund der quasi nicht vorhandenen Einnahmen, die dadurch entstanden sind, oder nicht entstanden sind. Und ja, jetzt bin ich einfach umgestiegen auf ein anderes Motorrad, das ich vielseitiger verwenden kann. Und da glaube ich, ist es ein ganz guter Weg. Zur 100 CB500X und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Aber wie gesagt, ursprünglich hätte ich mir gerne ein zweites Motorrad gekauft gehabt, eben eins für die Stadt, eins fürs Land, eben für die Duke, für die buckelige Welt und ein zweites. Und jetzt habe ich, weil ein zweites Motorrad jetzt länger nicht aussteht, sage ich mal. Egal wie das Geschäft wieder angeht, soll ich, aber es gibt noch andere. Also es hat uns schon viel Geld gekostet, einfach diese ganze Corona-Geschichte und das wollte ich nicht. Ja, daher ist dieser Plan ins Wasser gefallen. Ergo, nicht lange sudern, Plan B in Kraft treten lassen, das war einfach statt der Duke eine zweite. Und deswegen auch an den Franz Brandwein, der sagt, seine steht nur am Hänger, wenn es hin ist. Ich habe meine steht am Hänger, weil ich halt doch einiges transportieren muss und mit dem Auto fahren muss. Aber damit mein Motorrad immer bei mir ist, habe ich mir einen Hänger gekauft. So. Sonko, Schreier fragt, natürlich, wir haben beide eine echte Lederhose auch. Ich habe drei. Ich hab nur eine. Jesus, ich habe meine vergessen in no? Bei mir draußen. Heute. Die will liegen lassen. Zwar für meinen Großvater. Weißt du, das ist keine Trachtlederhosen, sondern diese Kneiperlhosen, die klassische. Nicht? Aber ohne Verzierungen. Ja, komplett, wie haben wir immer gesagt, die Nazi-Hosen. Nicht? Eigentlich. So, haben wir immer gesagt, die Nazi-Hosen. Ja, die ist aus den 40er Jahren. Also wirklich von meinem Großvater und die passt mir noch. Das ist echt mein ältestes Stück und die passt mir gut. Also die habe ich auch oft auch. Mhm. Und dann habe ich noch zwei kurze. Du sagst nur kurze. Immer, nur kurze, ja, dabei. Ja. Ja, mit Protektoren und Knieschleifer der Franz Bader. Ja, Fritz Status. Bestätigt mich, ich sage, das ist auch ein schönes Bike. Schau mal auf den Händen. Ja, ich schau gleich noch. Fritz Status mache ich gleich. So, Christoph Acker. Meine Ex-Frau hat immer gesagt, ich habe zwei Fehler. Erstens, ich höre nicht gescheit zu und das zweite weiß ich nicht mehr. So viel zum Thema. Ja, ich ziehe mich um. Ja, Christoph Acker, was soll ich da sagen? Aber mein Munkelein liest mit und wird mir dann genauso lesen, nämlich die Leviten noch. Ja? Ich habe gesagt, wieso hast du nicht umgezogen? Aber wahrscheinlich, weil wir uns vertrödelt haben. Ja, ja. Ein Goldwing, ja, die brauche ich. Ja, die brauche ich, ja. Das Wohnzimmer gleich dabei, weißt du. Wo würdet ihr eine kaufen? Zonke, es gibt in Wien einen herausragend guten, ach Gott, aber frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Aber das kann ich dazukommen lassen, wenn du willst. Der hat früher nämlich auch die, unter anderem auch die Reithosen gemacht für die spanische Hochschule. Ja. Und der macht das in meinem Bekanntenkreis. Fast für alle, die ich kenne, macht der Lederhosen handgeschneiderte und zwar eben auch von der einfachen Variante bis hin zur Federkielstickerei, alles mit dabei. Wartezeit, hält sich im Raum, ich glaube ein halbes Jahr, drei Monate, so, je nachdem was schön ist. Je nachdem was du willst dann. Ne? Aber das kann ich da, wenn du willst, sagen Gott, das kann ich dazu kommen lassen. Mhm. Aber ich meine, hast du keine als Tiroler? Das ist ja ein Wahnsinn. Na, vielleicht passt sie nicht mehr. Das ist bei der Lederhosen sehr selten der Fall, aber es kann durchaus auch sein einmal, dass es sich nicht mehr ausgeht. Aber es ist halt. Warte, entschuldige, ich muss jetzt mit mehreren arbeiten. Mhm, das ist jetzt, ich bin schon wieder im Modus. Ich bin schon wieder im Modus. Teilen. Weil, nämlich, der gute Fred Status hat mir da schon wieder was geschickt. Ein Motorrad fiel da oder? Ja, nein, kein Motorrad. Weißt schon, ja. Ich kann euch sofort sagen, Fred Status, muss ich sagen, mit stattlicher, in absolut stattlicher Pose. Schaut sich an. Mit 16er beim Leiberl. Jawohl. Na, ist ja ein Hit am Feld. Am Guggerutzfeld, glaube ich, ist das. Super, Fritz. Haut bitte dem Fritzl ein rotes Achtleine. Was heißt eins? Na ja, also. Urdlich halt, urdlich. Geh mal. So, warte, jetzt leise da. Drum habe ich nichts gesehen. Ich muss es laut dran, dann höre ich was. Wenn man was schickt. Der Zocker meint, das wird eine Lawine kosten. Also ganz so schlimm ist es nicht. Also, Nein, gar nicht. Das ist wirklich. Guck auf, was für ein Leder willst du natürlich, ob es ein Hirsch ist, ein Rehbock ist oder ein Sau einfach ist oder.
je nachdem halt, ist klar. Aber es ist normal, normale Preise. Wo soll es? Entschuldigung ist weg. So, Fritz, auch Wahnsinn. Schaut sich das nochmal an. Jawohl, die Ochteln. Die Ochteln von einem. Fritz, 16er Buben, danke für deine Unterstützung, dass du uns da supportest. Aus dem Raume. Vom Neckar eigentlich, ne? Mhm. Neckar rein, Heidelberg, Neckar. Irgendwas zuckt, das Bild ist auch irgendwo, hat auch irgendwas. Schau die Achteln von einer. Ah, was los? Ich steig vielleicht auf, vielleicht ist das. Nein, das ist so ein Internet überlastet, dann hast du es genug da. Also, okay. Da habe ich genug, da habe ich genug. Die Uschi auch schaut, aber dort nein, nein, da ist mehr als genug. Okay. Ja, Zonko, hoffentlich, also ich muss daran denken, dass ich das schicke. Das kostet keine Lawine. Das ist schon, also natürlich kostet es was, weil es ein Ding ist. Aber ich finde das lustig, weil nämlich sehr viel. Ich habe halt 3 Lederhosen, ich brauche keine. Nicht? Aber aus meiner Bekannten ist wirklich alle zu dem hingegangen. Ich glaube, bei der Mölkerpastei irgendwo ist der in der Nähe. Würde ich mir jetzt ein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist alles in einem Raum, in einem vollkommen normalen. Und was mich so gewundert hat, ist, dass so viel eben vom Land zu ihm kommen. Zu ihm kommen, ja. Das habe ich sehr lustig gefunden. Ja. Seit Corona ist mit der Hosen so eine Sache. Die Knöpfe und die Knopflöcher halten einen Abstand. Rudolfo! Der kriegt eine Fanfare vom Dr. Messer. Jawohl! Jawohl! Nein, nein. Super, schau die Achteln. Die Achteln von einer. Der Fritz Stadius muss ja die Kultur in die Welt tragen. Sehr leibend. Sehr leibend. Na gut, pass auf, da spielen wir jetzt mal wieder was. Da nehmen wir auf da mal was zu spielen. Ja. Ich trinke einmal vorher einen Schluck. Mhm. Ich bin noch immer ganz außer mir. Trinke Wasser einmal für. Ich bin außer mir noch immer wegen dieser Geschichte. Sein Wahnsinn. Und das Bild, irgendwas passt da auch nicht recht. Irgendwas passt da auch nicht. Die Steckverbindung vielleicht ein bisschen. Patrick, nicht für angekommen. Ja, das scheint mir auch alles in Ordnung zu sein. Es war halt immer in die Ecke gekommen. Das ist das Alte. Das ist die Corona. Patrick, was reißen wir? Machen wir den falschen 50er? Ja! Haben wir auch schon lange gespielt von Karl Hodiner, der ja heuer oder jetzt einen Geburtstag gehabt hat. Irgendwann. Ja, hat er mir irgendwann jetzt im Juni, ja. Spülen wir! Wo sind wir? Ich sag's euch, ich bin aus. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, das hat er vorher Wein im Gesicht, aber ja, was für einen? Das kann er nicht vom Weißen. Nein, von den Schluckern noch nicht. Das ist der falsche 50er, Karl Hodiner, jawohl. Und was ist das? D-Dur, glaube ich, gell? D-Dur, ja. Dora! Original, wie geschrieben, ja. Spielen wir es auch. Aber machen wir nur Astrophen, ne? Astrophen machen wir. Gut, ja. Schaut, da gibt es auch das Vorspiel, ja. Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir haben im Park einmal einen alten Mann. Sein Bärsel heimlich aus der Tasche gezogen. Sein gerinnt und haben uns vor der Lachen gebogen. Da war ein ganzer neuer 50er drin. Vor Freude bin ich gleich zu meinem Futter hin. Hab ihm gesagt und gleich einen Ruf eingeriert. Der hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, hör gut dein Vater zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert, es hat schon mancher unsere Freiheit gerät. Drum nix Papier, hole euch schnell in die Hand, zerknie das fest. Und noch ein Haus an der Wand, dann Radio und geht wild hinaus. Wer greift den Kopf und zu ans Hütternhaus? Und meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir? Komm zurück zur Mutter und zu mir. Ja, ich dachte, das war so drinnen, die Geschichte geht ja weiter. Vorher schneidest du meinen Dudel an, jetzt spielst du weiter. Was ist los mit dir? Was ist los? Nein, ich war da so hast du keine Mythe getrunken, nicht? Wahrscheinlich. Sein Wahnsinn.
Ein Wahnsinn. Ist da aber auch drin. Ist aber sogar ein Gin Tonic drin. Ja, so ist das gesund. Das ist gesund. Gestern warst du eh schon gesund, ne? Ja. Du hast ein Gin Tonic drin, dass es gesund wird. Ja, der rät sich in der Bierweine. Er rät sich in der Bierweine. Aber, ja. Tadellos. Tadellos, schau. Der falsche 50er, ja. Das ist ein Begriff, den man heute überhaupt nicht mehr kennt, den man verwendet. Nein, das ist ein falscher 50er. Und was ich jetzt auch wieder drauf gekommen bin, weil man die Sendung angeguckt habe, das Radio Wiener Lied vom Erich Zipp, da gibt es ja so ein Internetradio, also eine Sendung quasi. Mhm. Jede Woche. Einmal in der Woche. Einmal in der Woche jetzt, ja. Ja, einmal in der Woche. Und ganz leibend eigentlich eine Stunde lang Wiener Lieder. Ne? Und von wirklich leibenden Sachen bis hin zu, muss ich sagen, ein paar. Ja, also es ist nicht alles leibend, muss ich, also ist eigentlich ein Blödsinn, was ich sage. Es ist eine super Sendung, eben, ja, gibt wie immer so die Geschmäcker verschieden sind, manche mehr oder weniger so Ausflüge in Schlagergeschichte und dann die letzte war eine traurige Sendung. Ja, gut, das wird alle gestorben sein. Ja, alle sterben alle. Ja. Weiterspielen, sagt der Zonko. Dann habe ich abgebrochen, siehst du, jetzt habe ich den Patrick unterbrochen. Hätte noch weiterspielen sollen. Wir haben sie so ausgemacht, eigentlich. Eigentlich schon. Dann spielen wir die zweite gleich weiter. Der Zonko sagt weiterspielen, spielen wir weiter. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Lieb's Mutter, lieb war's nimmer ein und aus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt. Der Hoder, sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich brenn das Luder um und gib ihr eine ganze Freiheit rum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher unsere Freiheit gewährt. Drum nimm's Papier, lieber schnell in die Hand. Zerknie das fest und noch ein Haus an die Wand. Wegen so ein Mabel ist das Leben nicht aus. Wer treift den Kopf und zu einem Zöternhaus? Und du meinst, das Schicksal habe ich schlecht mit dir. Komm zurück zur Mutter und zu mir. Und die zweite jetzt. So wie der Harry Schneider von der sagt, der Herr sprach, weiterspielen. Und sie spielten weiter. Und sie spielten. Sehr schön, sehr schön. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich dich gesund sehe, weil ich habe das auch ein Video gesehen von dir. Jetzt hat sie bald erwischt, meine Mutter kam vorher. Ja, okay. Aber alles leibend, Gott sei Dank. Ja, okay. Schau, da hat es die Situation gegeben, als ich noch jung war. Vor 13 Jahren. Nein, warte mal, dann kann ich genau sogar sagen, ich war 18. War in der 7. Klasse, also das Ende der 7. Klasse, haben wir gefeiert, nicht? Weil dann also die nächste Klasse war dann Matura und ich bin ja auch mit sitzen, bin mit der 5. Und also bringt mich deswegen jetzt auf die Geschichte, weil mit Auto und mit Kontakt. Mhm. Und da waren wir also den Schulschluss feiern bei einem Heurigen in Otterkring im Galizieberg um und sind dann runtergegangen. Eine ganze Schiebe immer aus meiner Klasse und unter anderem sind ein paar Depperte von uns über Autos drüber gelaufen. Die haben gesagt, wir gehen die gerade runter, wurscht was ist. Und sind also über Stock und Stein und durch Wiesen und durch Felder und was weiß ich was. Also so viele Felder haben wir da nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und auch wenn ein Auto im Weg stand, sind die Koffern über die Autos drüber geglitten. Das ist eine typische Teenager-Trottel-Aktion. Und ich nicht, also manche nicht, ich auch nicht. Und es war dann so, dass dann eben irgendwann das Protokoll aufgenommen wurde, dann ein paar Tage später ein Kommissar, nicht? Wobei, es haben dann schon alle gestanden und gesagt, ja, war eine blöde Aktion, wir waren das natürlich zu einem Schaden und hin und her, also die Eltern von ihr. Aber auf jeden Fall bin ich also reingegangen und da war eben ein Freund von mir, der hat gesagt zu dem Kommissar, also ich auf jeden Fall, ich bin definitiv schuldig, ich gestehe,
ich will wirklich niemanden eintheatern, aber ich kann Ihnen definitiv eins sagen, der und einer davon war ich, die waren ganz sicher nicht dabei. Also das wirklich, da lege ich meine Hand ins Feuer, die waren nicht bei dem Blödsinn dabei. Und ich habe gesagt, woher wissen Sie das? Also erstens, ja, weil ich ja dabei war. Ne? Und zweitens, beim Klaus eben, der war angesoffen, der hätte es nie geschafft mehr. Ne? So. Und ich komme rein bei dem Kommissar, ne? Also ich bin aufgerufen, ich komme dort rein, natürlich Sorgen schwer, ne? Wenn man da ist, das nah, gar nichts gemacht. Ne? Kommt dort rein und der Kommissar schaut mich an und sagt, also Sie sind der so besoffen war, dass er nicht einmal mehr über Auto drüber gekommen ist. Ne? Und ich habe gesagt, ja, Herr Kommissar, ganz ehrlich, schauen Sie mir an, ich war nicht einmal unten durch. Ja, und dann, damit war also diese Geschichte, also nur für, so viel zum Thema. Wie hieß es im Protokoll dann? Genau. Ich bin mir sicher, dass ich über kein Auto gelaufen bin, da ich erstens zu bequem dazu bin und zweitens die Auswirkungen des Alkohols am meisten verspürt habe. Großartig. Dann los. Anklage fallen gelassen. Ja, ein Förderhund muss sein. Aber das bringt mich immer auf diesen... Aus dem Grunde meines anhand der Abdrücke der Schuhsohlen konnte man das relativ einfach verifizieren. Ja, die Geschichte an sich ist jetzt eh nicht so Ding, aber der Kontakt mit Autos. Nicht? Und das war im Zonko, aber ich finde das super mit Zonkos Welt-TV, weil nämlich das analysiert hat. Mhm. Und jetzt kann man sich, das ist eigentlich leibend. Mhm. Weil, also da ist nichts, wer es nicht weiß, da ist ein Motorrad gefahren, das war eine brenzlige Situation, das war auf Kamera. Passiert, ja. Mhm. Und noch ist es analysiert und wo liegt, was kann man daraus lernen? Mhm. Das war ganz leibend. Ganz super, ganz leibend. Und der Zonko sagt schon danke fürs Lied. So schön, da haue ich jetzt auch brav was in den Hut. Zonko, da sage ich dir jetzt schon herzlichsten Dank und blende natürlich für alle anderen auch ein. Wer sich gerne dieser kleinen Runde erkenntlich zeigen möchte, der kann uns natürlich auch online einen Schmattes an Oberlus zukommen lassen. Wir würden uns sehr freuen, es würde ein bisschen abfedern, unsere derzeitige spiellose Zeit. Das wäre ganz leibend. Ihr habt da eh die Kontonummer, IBAN oder ja. Über PayPal könnt ihr uns natürlich auch das zukommen lassen. Danke, Zonko, dass du da jetzt gleich da mit gutem Beispiel vorangegangen bist. Freut mich so, ja. CSI Unterkrieg, sagt der Harry schnell auf Unter. Ja, na, die waren leibend, die haben ja gewusst, na, die haben mit uns, ich glaube, wir waren da 8 Leute, die uns festgenommen haben, die haben ja gewusst, na, da haben sie da uns jetzt nicht die Alltäglichen. Ne? Und das war so leid, wir sind unten beim Unterkringer Friedhof, übrigens genau an der Ecke, wo jetzt das Wiener Volksliedwerk ist, wo damals schon war. Da war schon, klar. Nein, damals war es noch in der Schumachgasse, glaube ich. Nein, das war ja schon am Schluss. Da war ich schon interessiert. Also das Österreichische war auf jeden Fall. Das Österreichische war dort schon, ja. Aber genau. Ich glaube, es war das Wiener auch schon, ja, schon dort, ja. Und das war eben der Bockkeller, also bis heute dort bekannt. Und dort sind sie um die Ecke müssen da runtergekommen und da fahren wir mit dem Blaulicht um die Ecke, da ich mein Gäste, alles rausgesprungen und der hat nur, tja, Untergänger Kieberer, wie es jetzt sich gehört, Hintaufe, Fies auseinander und Gusch. Und jetzt sind wir 8 Leute dort gestanden, nicht? Jeder hat sich auch nicht gelernt, nicht? Und Hintaufe und ich habe mir wirklich schon schwer getan, weil ich halt wirklich was getrunken habe. Die Auswirkungen des Alkohols am meisten verspürt hast. Und jetzt habe ich mich dort noch halt auch hin, war ganz links außen. Jetzt habe ich nur mehr so ein Stück an Mauer gehabt. Mehr war aber nicht. Und da habe ich mich jetzt mit einer Hand und mit der zweiten, das habe ich nicht. Jetzt bin ich aber immer angerutscht und da war so ein Rosen oder war irgendwas mit Dornen. Ich bin immer und immer, ich bin immer noch gehört, Gusch! Und ich bin immer alle. Und dann ja. Aber es war eh. Das war eine blöde Aktion von den Burschen, aber die haben das aber auch dann wirklich. Ich habe gesagt, der ist so deppert, muss sein. Hat ihnen auch Geld gekostet, aber sonst eh nicht natürlich nichts. Ist alles gut ausgegangen. Keine Vorstrafen oder sonstige Sachen, aber, glaube ich. Ne? Ja. Herr Fritz schreibt, das ist nett. Es ist beim Käfer drüber gehen, ja genau. Das kannst du von innen wieder ausbauen. Du brauchst nur wieder dagegen drücken. Dunk! Na, unter anderem sind wir ja, also mir ist ja die Partie drüber gerannt über den Rolls-Royce vom Riesenradlbesitzer, nicht? Weil der wohnt ja da unten. Also das musst du schon packen, dass du über den Rolls-Royce auch noch drüber rennst, da in der Fetten. Also da habe ich gesagt, ich kann eher watschen. Aber wie gesagt, wann war das? Im 93er Jahr. Also, ja. Das war 30 Jahre her. Ja. Und das wurde alles beglichen. Und, es war... Der Franz Breit sagt mir, wäre halt fast das Ähnliches passiert. Nur wollte er aus dem Parkplatz raus, nicht rein. Ja. Achso, das gleiche wie beim Zonko. Ja. Naja, das sowas hast.
Das haben wir zwar auch schon geraten, als Autofahrer nämlich. Habe ich auch nicht geschaut, wenn ich gespielt in Puerto bin. Ja. Jo. Ist halt so. Wir wissen welche Situationen. Nur was ist jetzt so, ich finde nicht Motorradfahren ist gefährlich, es ist halt nur gefährlicher, wenn dann was ist, wenn man halt geschnatscht so nicht. Ja. Der Verkehr, man muss halt im Verkehr aufpassen. So ist es. Genau so es ist nicht gefährlicher oder ungefährlicher als Motorradfahrer, es ist halt nur so, wann was passiert, ist natürlich dann blöd. Mhm. Harry, schneller Fonte. Klaus hat sicher geglaubt, er sucht das da ein Rüsschen. Harry sagt, was in der Situation habe ich gar nichts mehr geglaubt. Ich habe den nur erklärt, wie der kommt. Und dann habe ich schon gehört, und wer weiß? Und ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass die Autos drüber gelaufen sind. Nicht? Weil ich habe keine Auswirkungen Ahnung. Des Alkohols am meisten verspürt. Ja, aber ich bin damit am zweiten und so, wir sind nicht da so mehr oder weniger gemütlich hinuntergewackelt. Ja? Aber haben jetzt das gar nicht mitgekriegt, was die aufgeführt haben. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, wer weiß? Kann hat sich geriert, nicht? Ich auch nicht, ich mit Dorn und Busch zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich noch gehört, na gut, dann nehmen wir alle mit. Und dann habe ich schon gehört, Funkgerät. Baller 1 am Baller, brauche ich Bus für 8 Festnahmen. Na, habe ich die Ehre. Und wir waren schon in der legendären Grubergassen, Kommissariat, Polizeiinspektion, Grubergasse, mittlerweile geschlossen. Geschlossen, ja, jetzt ist da oben bei der Untergringer Straße. Ja. Und ja, dort. Zuerst war es dann in der Wartgassen nach der Grubergassen und von der Wartgassen, die haben es dann angeschlossen und es ist nur mehr in der Waldingergassen, glaube ich. Die Wartgassen ist nicht mehr so gut. Oder ist die noch die Wartgassen? Wo in der Wartgassen? Naja, bei der Ottergringer Straßen Richtung Anetgassen, da bei dem Bau, dort war einmal das Kommissariat drin. Aber das Wartgassen-Kommissariat, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht mehr gibt. Ja, das dort ist ja dort der Neubau jetzt. Da. Nein, dort war es drinnen, ein Kommissariat da einmal. Ja! Also, ich glaube, das haben sie aber auch schon gemacht. Da hast du noch gar nicht gelebt erst. Nein, das war nach der Grubergassen. Die Grubergassen auf der Grubergassen. War das dort, ja? Aber das kannst du dort warten. Da hat eine Freundin von mir gearbeitet. Ja. Also, das Kiewer-Reihe-Rein. Da hat es was gegeben, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich wäre es halt mal wieder mit der Häuslerfrau, die Daniela Schlögl. Das ist selbstverständlich, das mache ich doch gerne. Die hätte sogar zuständig geworden, das im alten Untergring. Ja, das war ja harmlos. Das war ja alles so harmlos. Aber es war natürlich, aber so bin ich, natürlich, so kann ich erzählen, wie in den Straßen New Yorks der harte Rapper, kann ich als Wienerlied-Sänger aus Ottergring auch von den Erlebnissen im Knast erzählen. Ne? Im Häfen. Das haben wir uns eh nicht tun. Die haben ja gewusst, wir haben es bei uns. Aber ich kann mir das sagen, das war so leid, weil dann ist irgendwann gekommen einer. Den haben sie aufgeweckt, scheinbar, das war halt dann der Diensthabende, Inspektor, der muss sagen, der ist gekommen, 3 Packel Marlboro so gehalten, im Trainingsanzug ist er so einer, schlug den Augenringe, komplett in, und hat wirklich hereingelallt, so hat es zumindest gelungen, was habe ich gehört, das hat sich über Autos drüber gerannt, das gehört sich alle entwischt, das Trotteln. Da war doch, bist du aber die Polizei, dein Freund und Helfer, na, das ist wirklich, da haben wir gedacht, das weckt Vertrauen. Das weckt Vertrauen. So, was haben wir da? Häuslerfrauen unbedingt. Könnt ihr heute mal das Ringelspiel spielen? Habe ich von euch noch nie im Livestream gehört. Marinas Herzl, wirklich wahr? Das haben wir oft gespielt, aber spielen wir gern. Gut, die machen jetzt schon seit eineinhalb Jahren den Livestream. Ja, das stimmt. Aber ja, weil die Susanne sich das, glaube ich, eher gewünscht. Mhm. Machen wir das Ringelspiel auch, ja. Hermann Leopoldi, ja. Der Christoph Acker, der Fauli war sicher dabei und hat zahlen müssen, seitdem zahlt er Sicherheit dafür. Ja. Nein, der Fauli war nicht dabei. Der Fauli war nicht dabei, weil er in einer anderen Klasse war. Das war nur meine Schulklasse. Aber der Fauli war, außerdem, der Fauli ist ja, ich bin ja sitzen geblieben und ich glaube, der Fauli war dadurch dann eine Klasse weiter. Oder waren wir nachher in der, jetzt weiß ich nicht mehr. Ja. Aber in der gleichen Schule waren wir eben. Nicht? Ja. Der Georg Scheurer, brav, hatten Gäste, Fem, er ist alles entschuldigt. Bist du dabei? Häuslerfrau, jawohl, Harry Schnelle Fonte, aber bitte mit der und dann nicht weitergeschrieben. Achso, da unten, mit der Extrastrophe. Was für Extrastrophe? Ja, mit der Extrastrophe. Na schau, warte mal, mein Bruder natürlich, Thomas Bastlecke, damals noch, ja, damals schon, na freilich, da war er schon Kieberer. Da war mein Bruder schon Kieberer und darum weiß ich das. Wartgasse, Ecke, Ottergringer Straße, genau. Koat 16, Nachfolger der Grubergasse. Na, da wo jetzt ein Neubau ist. Mhm. Das war schon damals ein Neubau. Wie der Neubau ist, ist das Kommissariat dort reingekommen. Ja, das ist noch immer dort.
Ich glaube, das haben sie auflassen. Das ist nur mehr. Ah, jetzt oder was? Ich glaube, das ist nicht mehr. Aber kann mich täuschen. Ich glaube, das gibt nur mehr eins. Ja, das war ja das war das Haupt. Also, na gut, okay. Aber das habe ich eh gemeint. Ja, dass das dann das geworden ist. Ja. Menschen sind alle der Fred Status. Ja, das können wir schon. Da wollen wir nur die Noten rausholen. Machen wir es beim nächsten Mal. Machen wir es nächste Woche, dann gehen wir es auswendig auch wieder. Ja. Sehen Sie, es ist wählerisch. Das bringe ich jetzt so nicht hin mehr. Georg, aber. Übrigens, Menschen, da sind wir alle. Es gespielt worden auf 88,6. So rockt das Leben. Ja. Also der einzige Sender, der sich wirklich ein bisschen an österreichische Musik hält, mit der sogenannten Koronale. Aber nicht schlecht. Also der spielt wirklich österreichische Bands, eigentlich hauptsächlich Rockmusik. Warum er uns gespielt hat, kann ich wirklich nicht sagen. Weil wir gar nicht ins Format reinpassen. Aber Karl Lorenz nun mal Menschen. Aber die haben gespielt, Menschen sind wir alle. Also falls uns hat nochmal unterstützen wollt. Karl Dinger Heller haben das auch aufgenommen. Karl Dinger Heller, von da habe ich kennt eigentlich. Ja, war eigentlich die bekannte Aufnahme. Ja. Falls uns unterstützen wollt, vielleicht, ich meine, man könnte jetzt probieren, bei 88,6 sich melden für die Koronale und sich zum Beispiel die Heiselfrau wünschen von den 16er. Zum Beispiel, ja. Das war eine Geschichte. Vielleicht macht es das. Wenn es Zeit, Lust hat, macht es nicht, was gefeiert, das war vielleicht ganz lustig. Und dann spielen sie es nochmal. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, dann gehen wir es auch einmal. Hab sogar den Harmoniker wechselt. Ja, das muss man. Sie gehen ohne die jeweils am Friedhof der Mauern. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. A jeder tut sie friedlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man immer sechs Kerl, aber rein ja bei der Zinze. Hier da gerne. Es hat sich was Neues ergeben und das soll man euch nicht vorenthalten. Die Zenz ist nämlich unglaublich anhänglich. Ne? Und der Patrick hat umziehen müssen, seine eigene Geschichte. Und vorher schon geplaudert vom Chor 16 und so weiter. Und ja, was soll man machen? Er hat umziehen müssen und die Zenz hat gesagt, egal wo du hinziehst, ich komme mit dir mit. Und wenn ich mir notfalls eine neue Hocken suchen muss. War aber nicht notwendig, denn was für ein Glück. Genau in dem Blog, wo jetzt der Patrick daheim ist, hat die Zenz eine neue Anstellung. Weil seit Zinzi ist jetzt Häselfrau im Häfen in Kalor. Der Anzug straft den Grau-Blau. Ja, seit Zinzi, ja, seit Zinzi, oh, Stadler. Jetzt heißt er, auf geht's! Yeah.
Zombies, so schaut's aus. Wenn wir gerade mit der richtigen Tonart sind. So. Was soll denn? Geht's natürlich gleich weiter. Der Ritt ist sein, nur hereingerissen, der Jux wird groß und klein, jeder Schinnenegg lackiert, wird den frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, oder vorwärts, immer so. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Hit und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbringt und dreht sie durch am selben Flick. Man kann sagen, was man will. Franz, ganz diskret, mit seinem flirty Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gaudé und Bahöder vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nette Frau? Ja, sagt er, fix lang und stehen, mit mein Zimmer her. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbringt und rät sie nur ein Söhnflick. Man kann sagen, er muss. Wetter am Ring so groß wie Paradeiser, dazu noch ein Stück so hoch wie Häuser und statt die 4 Liter Gläser lauter Pumpen in einer Pumpen für den Wein. Über mir gehen Schrammen hin, dem ist der Fix auch stöde wehr. Und wenn man dann noch jede Woche seitdem man 6 Wochen für uns nix mehr, bei uns im Bär. Vor 20, 30 Jahren, da war er am Kirchner noch allein. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dänen und Gehen. Und haben so tanzt und umgestrampft, das war gewiss ein Freund. Ja, singst du's vor einem halt Tag zum Eis noch gern gesunde Leib. Wann 30 Kappel gesungen haben, das war gewiss kein Pflanz. Kicke, Tanz und Lieder, wo man von den Dänen gewandt. Der dicke Pepe Karl und der Franz, alle drei. Ja, haben so tanzt und umgestrampft, da war man gnädert. Jetzt geht's wem singen schwer. Wir haben keine Stimme mehr, tanzt wie ein Meer so. Wir sind aus Heu und Stroh. Jo, jo, mir geht's schon, da muss ein Föhler sein. Wir haben auf der Welt keiner mehr Geld. Aber Fisch muss gehen, so zog das Lecker werden. Und alle tun
geworden, immer höher geworden. Ja, Wahnsinn, ne? Shoutout ist natürlich. Konrad Pfaffeleder, sehr geil, sagt er, danke dir. Na, schaut aber so. Der Patrick ist ein falscher 50er, die arme Zinzi. Die roten Ochtel, nicht danke, echt narrisch. Christoph Acker, gibt es heute wieder einen musikalischen Ausflug in ein anderes Land? Die spanische 16 wird man einfach leibend. Ne, was anderes bringe ich nicht zusammen. Also bringe nicht einmal das Spanische zusammen. Naja, wir könnten ein bisschen was anderes schon machen. Was denn? Wir könnten ein bisschen in ein östliches Land von Österreich gesehen. Was tun wir? Schau, es ist eigentlich fast ein Charter-Anklänge. Passt auch zur Corona-Zeit, wenn wir schon von den Hosenschnepfen so geredet haben. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Du hast schon lange nicht gemacht. Aber zuerst muss ich die Aufklärung von meinem Bruder her. Ich habe schon gelesen, Tobi. Ja. Ich wollte nicht ins Wort fallen, Frühstück. Ja. Das Wachzimmer, genau, so ist es. Wilhelminenstraße ist in der Maroltinger jetzt. Und das Wachzimmer Rotterring ist in der Wattgasse. Ja, genau, ja. Passt. Danke, danke. War es ja nicht mehr vorlesen. Weltklasse, sagt der Hubert Hinkofer. Nach dem alten Wernerschlag. Ja, das sind die Lieder. Das ist natürlich das Problem. Jetzt hat Fritz Stadke gesagt, die Lorenz Wiebig Chroniker CD. Und was haben wir für ein Problem? Wir kennen die Lieder nicht mehr von dort. Die haben wir schon lange nicht gespielt jetzt. Sowieso die letzten 3 Monate. Ne? Und jetzt ist das natürlich nicht mehr. Aber die werden wir, die kommen ja, wieder. Weil die haben wir ja wirklich versucht, diese alten Lieder. Letztes Jahr haben wir es noch gespielt. Ja, ja. Aber die haben wir gar nicht so im Ding, weil wir es ja, weil wir die alten Lieder da halten wollten eigentlich. Mhm. Das haben wir gar nicht so gut drauf gehabt. Also du öffnest in uns eine Wunde. Na, so groß ist sie gar nicht eigentlich. Weißt du. Was schon der Harry schnell erfunden. Und spielt man die Freiheit bei euch beiden sehr leibend heute zur Primetime. Östlich Burgler. Östlich Burgler. Oder Konrad Pfaffeleder. Bin zwar echter Hardrocker, aber das ist echt geil. Danke dir schön. Ne, pass auf, den müssen wir beim Blues spielen. Zumindest am Blues. Am Blues spielen wir, ja. Und dann spielen wir den Chardash. Zonkos Welt TV vor. Ja, wir spielen ja gar keinen Chardash, wir können gar keinen. Aber wir werden ihm einfach ein bisschen entsprechen. Heute werden wir wieder musikalisch verwendet. Thomas Nickmann, ich danke euch vielmals schön für die Lorbeeren. Gott sei Dank habe ich diesbezüglich auch den virtuellen Hut eingeblendet. Aber wer uns auch anderweitig unterstützen würde, es noch nicht getan hat, dem mögen bitte auch unsere Plattformen auf diversen Social-Media-Kanälen nahegelegt sein, damit man dort entsprechend liked, abonniert, teilt und wie das halt alles gehört. Mhm. Auch das ist große Hilfe. Auch das ist große Hilfe. Genau so ist es. Aber ja, jetzt werden wir mal, jetzt machen wir noch einen Plus. Extra für den Konrad. Wir waren sie ein Hardrocker. Willst du noch einen Wein? Nein, nein. Wollen tätig ich schon tun. Aber ich nehme noch was Wasser. Daneben, weißt du. Wenn wir schon einen Hardrocker haben. Die Smoke und die Water Variante vom Wienerischen, die haben wir ja, glaube ich, sogar als letzte mitgespielt. Wir wollen uns ja nicht wiederholen. Man darf mal 2 Uhr laufen, aber ist ja wurscht. Das ist wieder. Ja, der Fritz Stadtmus, nein, ich fordere euch nur. Ja, ich weiß eh, nein, recht, du hast eh recht, du hast vollkommen recht. Warte, hab ich schon wieder was gekriegt? Nein, was anderes. Das Stehziel erreicht wahrscheinlich, oder? Nein, das habe ich heute schon mit dem Beladen vom Anhänger geschafft. Schön. Na, fangen wir mit Chardash an. Mit Chardash, ja? Machen wir Chardash. Mit Chardash. Also. Trude Matzig, den Text. Richard Österreicher, die Musik. Der Fred Sovinitz hat das Lied bekannt gemacht. Kurt Sovinitz. Fred Sovinitz. Fred Sinowatz. Fred Sinowatz. Kurt Sovinitz. Jetzt singt für uns Fred Sinowatz. Jetzt bin ich wieder deppert. Ich sag's euch. Ja, weil wir im Burgenland waren. Fred Sinowatz hat Burgenland waren. Ja, klar. Gut, Sovinitz hat das bekannt gemacht, das Lied. Und ja, das spielen wir jetzt. Ich wär blau, so heißt die Nummer. Und endet dann schlussendlich in einen. Wir nennen es Chardash, ob es wie kleiner ist, wissen wir nicht, aber. Es fängt schon so an. Mit dem oder dem? D-Moll. Mit D-Moll fängt es an. Wer Blatt sagt, das ist ein Schand, um ein Bauch sagt, das spannt man's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, freist du auf der Uhr. Schau die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Das
muss was geschehen, sagt er. Eine Diät. Ja, aber gleich, sagt sie. Sonst ist spät. In der Platz ist er schon ein dummer Tag. Spannt was ganz, muss was geschehen, eine Diät. Aber gleich, sonst ist spät. Podcast 1, sagt er, das ist teuer. Kann man so schreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semmeln, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und das zehrt. Fleisch und Kass, sagt er, ist erlaubt. Aber nur kein Brot, sagt sie, weil das stoppt. Milch und Semmeln hab ich gehört. Das ist gesund und das zehrt. Fleisch und Kass ist erlaubt. Nur kein Brot, weil das stoppt. Schau ein Wein, sagt er, in der Früh. Halbe besoffen, sagt er, gehört zur Kuh. Frisst die Hälften, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, auch nix gescheit. Aber hab mich gehört, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, eine größere Hosen. Gehen 1000 Rosen, ich kauf mir größere Hosen, schon ein Wein in der Früh, halbe besoffen, brauch kein Kuh. Brauch da stützen, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich um. Wenn du einen Smudacak machst und einen Glaslampen hast, kriegst du einen Knackwatschen. Soll ich dir gehen? Jawohl. Schau, Christoph Acker, danke für das tolle Hauptabendprogramm. Ich danke dir. Charles von Monti, sag ich, ja, das war halt wieder einmal was. Wie geht denn der? Das weiß ich mal, wie der geht. Das ist der Charles, das was die Geiger und Klarinettisten. Ja, haben wir auch keinen. Ein Quetscher spielen. Charles von Monti. Naja, das ist ja. Wäre immer wieder angeschaut. Naja, ist halt kein Wienerlied, muss man auch sagen. Gell? Ist kein Wienerlied, ja. Möchte ich mal erwähnt haben. Aber mit meinem Lehrer, Urlehrer, haben wir ja, da habe ich eine wunderbare Bearbeitung für zwei Knopfgriff-Akkordeons da. Und das, wir reden seit 5 Jahren, dass wir uns das wieder mal anschauen, weil das habe ich mit ihm gespielt in meiner Anfangszeit. Ja. Dass wir uns das wieder mal anschauen, damit zusammenkommen und dann spielen wir das. Nur für uns einfach das. Habe ich gesagt, viel einfacher war halt Griechisch, ne? Muss man wirklich sagen. Ja. Weil da hätte am wenigsten hocken. Nicht? Weil wenn man sich nicht, jetzt muss man sich da aufhört beim Chardas oder beim Spanischen. Weiß ich, willst du das Spanische auch hören? Machen wir eine Abstimmung. Wir müssen eine Abstimmung machen. Ihr müsst, weiß ich nicht, wenn ja, müsst ihr eine Rotsachtleine haben. Und wenn nein, müsst ihr den Daumen. Na ja, nein. Nein, ja, muss ja, nein, muss muss Daumen runter, ja. Ist ja nichts Bess. Nein, ja, was anderes. Ein Rotsachtel ist ja und irgendwas anderes ist ein Nein. Für wenn du das Spanische nochmal hören willst. Ja. Aber es war halt. Schau, der Roman Buchter ist auch dabei. Grüß dich aus dem Nachtdienst. Roman Buchter, das gefreut mich. Das gefreut mich. Was, hast du auf die Uhr geschaut? Musst du schon heim oder was? Herrlich, und der Fiaker-Gulasch für den Franz Brandwein. Ja. Nein, und viel leichter war wirklich das, wenn man sagt, sagen wir das zu Griechisch. Weil das ist, weißt du, das ist entspannter. Mhm. Wobei, das ist ja ziemlich speedy gespielt. Macht was Zypriotisches. Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, du, da kommen ein Haufen. Karathon. Ja, Patrick, müssen wir gleich mal machen.
Was an, wo man bucht, der sagt, Hans Patrick ist wieder voll fit. Ja, voll fit. Merkt man das nicht? Siehst du, geht mir laufend auf die Nerven. Geht mir laufend auf die Nerven, ist voll fit. Ja. Ja, pass auf. Dann machen wir Spanische. Aber. Es ist ja, sind viele Achteln gekommen. Da sind auch viele Achteln in dem Lied. Also ja. Sogar 16. Sind 64. Das ist das Panos und Termanetas, bei dem Stiano, der Kolonie der Kimbria Svedo, Recipe den Amenezere, wie sie sich wieder in Sizilien konfliktiert ist. Und es ist Vulpis, Valencia. Der Bank und Sigaros, wie sie bei den Kapotens. Ich risko, die Barone der Offerenz. Nein, das ist was anderes. Katalanisch, ja. Es hat. Ist ja fast Portugiesisch, nicht? Das ist von der Verständlichkeit her. Nein, es ist wirklich ein Barcelona. Es hat. Gaudi hat es eigentlich für die Sagrada Familia, hat es eigentlich, war eigentlich dieses Lied die Inspiration. Der Marinus Herzl, das war Latein gewesen am Anfang. Ja, da, gut, da kennst du aus. Ja, der kennt sich aus, ja. Jetzt holt er die Ochtel rein. Jawohl, na großartig, große Freude. So, jetzt müssen wir im Blues noch spielen. Im Blues müssen wir noch spielen. Jawohl, im Blues. Müssen wir noch anfangen, müssen wir einiges übersehen. Weltklasse Landtag Stromer sagt. Rudi Korbes hat auch eine Freude. Das ist super. Ja, es ist da was anderes. Dieses Lied, wer sich unsicher ist, weil den Text nicht ganz verstanden hat, außer ein Harry Schneider Fonte, weil er halt den Katalanisch spricht. Ne? Der ist halt ein Globetrotter. Und er hat natürlich da die Ohren dafür, aber für alle anderen zusammengefasst in dem Lied geht es um das tektonische Gefüge der Gegeneinanderwirkung von Kraft und Last in einem endoplasmatischen Retikulum eines Meerschweinchens. Jo. Ja, okay. Und das geht's. Sonst hat an sich keine Pointe, dieses Lied, aber um das geht's. Ja. Patrick im Blues, da machen wir wieder was Wienerisches dann. Das können wir auch machen, ja. Da dreht sich da, großartig. Jawohl, das, ich glaube, das ist eine Vertonung eines Dali. Der Dali. Ja. Der Dali, der passt zu mir. Der Dali passt zu mir. Sagt der Dali hat. Ja. Der Ernst Fuchs hat das so schön gesagt. Der Ernst Fuchs hat nie seine Bühne fertig gemalt. Da hat er gesagt, ich bin nicht fertig, ich muss immer noch was drauf. Und da hat gesagt, und der Salvator, Dali. Das hat den einen Tag fertig sein müssen. Das hat ihm nicht interessiert, heute ein bisschen anfangen und muss noch weiter dran machen. Hat ihm nicht interessiert. Und das ist genau so. Dann ist immer bei Ernst gesessen und gesagt, Ernst, ich bewundere dich. Das ist Geduld, was du hast. Ja. So jahrelang an einem Bild. Und ich bin dann. Was auch die Technik macht, ja. Die er gemalt hat. Das ist nein, haben wir beide gleich. Aber nein, der eine hat es schneller, der eine hat es fertig. Der Dali hat nicht in der Technik der alten Meister gemacht. Na, oder auch. Na sicher, der Lasurtechnik, alles möglich. Ja, aber eben nicht nur. Mit Temperahöhen wieder und dann wieder. Ja, aber hat schon ein Test.
Da kommen schon gleich. Runter, aber er wollte, das war ein schneller Maler. Das war, der wollte es fertig machen. Und ich verstehe das. Ich bin genauso. Ich will nichts machen, wo ich tagelang dafür brauche. Ich mag das nicht. Es ist so, wie wenn ich ein Lied schreibe. Alle Lieder, die wir veröffentlicht haben, sind alle fertig geworden. In einem Tag. Alle Lieder, die ich noch in der Lade habe, sind eben nicht in einem Tag fertig geworden. Dann interessiert es mich nicht mehr. Obwohl ein paar Schöne dabei sind, die wäre jetzt, also ein paar glaube ich aus. Das habe ich jetzt schon beschlossen, dass ich es fertig mache. Aber das ist wirklich, das, ich muss eine Idee haben, das ist in einem Tag fertig. Das interessiert mich nicht, an dem lang herumzukiefen. Wenn ich mal angefangen habe, muss man dazu sagen. Die Idee kann schon Tage, Jahre kann die Idee natürlich. Aber dann, wenn ich anfange damit, die Umsetzung, da bin ich schnell. Also ich bin nicht genau, nicht gut, aber schnell. Das ist furchtbar, das Haus renovieren. Das ist mir so, weil das so lange gedauert hat. Das ist schön. Nein, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ein Haus darf nie ganz fertig werden. Ja, das wird es eh nicht. Aber nur, weil ich wenig Geld habe. Aber sonst schon. Dann ist der Schlögel, das ist herrlich. Was war heute sonst noch im Kaffee? Außer Koffein. Nein, nichts, das ist der beste Kaffee. Heute in der Klause auf dem Holzherd. Jetzt kommt dann nicht der Sommer, wo ich natürlich nicht mehr einheizen werde, unten dann in der Küche. Und da wäre ja den Kaffee nicht mehr rum, weil ich weigere mich, diese Espressomaschine auf ein Ceranfeld stellen, auf einen Elektroherd. Du hast keinen anderen Herd haben? Nein, weigere, dann nehm ich lieber die Kapselmaschine, wirklich. Aber Anton Stromer sagt richtig, in Vorlauf. Der Vorlauf war drin. Ja? Das Geheimnis dieser Welt erklärt das Horn des Rhinoceros. Der Harry Schneider Fonte hat auch schon gedankt, hätte ich gesagt. Die Unvollendete von Steirer. Du, Franz Wahnsinn, da gibt es einen Haufen, da gibt es eine ganze Lot voll. Ja, da habe ich auch, glaube ich, 100 habe ich. Unvollendet. Ich habe 50 fertig geschrieben auch schon, so ist es auch nicht. Ja, aber. Pass auf, was haben wir gesagt? Ah, den Blues haben wir gesagt. Blues. Moment, Blues. Eine klasse Nummer. Rudolf Koschelow. Rudi Koschelow. Rudolf von Koschelow. Da muss man ein Kapperl aufsehen. Da muss man. Da bitte. So, gebadet gemummert. Unterm KTM-Kapperl liegt. Muss ich das passen zum Blues? Das muss ich jetzt passen zum Blues. Fangst du das? Jawohl. So, danke. So. Mein Kaffeesackel-Kapperl. Ne? Aus dem Off. So. Ja, Kaffeekapperl. Bin ich im Bild, ja. Dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schau, du machst das so wie ich, dann flieg ich hätte gleich auf dich und sing ein Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich das schwach werden muss. Ich hab den Rocketepot, jede Lok. Ich hab den Zwing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rangeknack, mit dem ich jede Back. Ich hab die Melodie im Krieg, und ich bin die eine hin. Ich hab den Jazz im Press, dann wird mir nie
schon so mag's bei den Frauen einen Riss. Ich brauch da nix erkennen, du musst mir da gut zuhören, dann merkst du, glaub ich, lässig, dass das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich dich schwach werden muss. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich auch jeder Rock. Ich hab den Swing im Ding, den ich jeder bezwingt. Weltklasse. Schau dir Angela Kettler, sagt 16er Burm und Blues, eine ganz tolle Kombination. Ja, ist nur das einzige Lied. Also jetzt im Wiener. Yes, Mississippi Delta goes low. Yes, yes, ja, aber yes, aber yes, yes. Super gespielt, sagt der Rudi Korbis. Danke, Rudi. Rudi Kuschel habe ich gestern live gehört. War wieder ein Lied mit der Kloa. Ich freue mich schon, Donnerstag mit euch beim Taschler. Ja, ganz guter Hinweis. Danke, lieber Rudi. Ja, bei uns geht's los. Diese Woche Donnerstag, erster Auftritt beim Manfred Taschler in Kölnberg. Allerdings bitte nimmer mehr anrufen den Donnerstag. Es ist bereits ausreserviert, weil wir sind ja dort nur 20 Leute, glaube ich, so irgendwie. Ich glaube 25 oder was? Ja, 26, glaube ich, dürfen es sein oder so. Wobei ab 15. dann schon mehr, weil da dürfen ja dann mehr als 4 Leute auf dem Tisch sitzen wieder. Beim nächsten, es gibt nämlich einen zweiten Taschler-Termin im Juni, aus diesem Grunde, am 18. Juni, Donnerstag wieder, gibt's auch einen, da gibt es noch ein paar Platz beim Taschler Manfred. Dann sind wir am 21. am Sonntag sind wir beim Karl Lentner wieder, auch wieder Röschoppen. In Groß-Edlersdorf. Groß-Edlersdorf ist das, ja. Groß-Edlersdorf, Lentner-Kalle in der Amtsstraße. In der Amtsstraße, ja. Und dann haben wir im Juli auch wieder zwei Taschler-Termine. Zwei Taschler-Termine, ja, der erste Donnerstag und wieder der dritte wieder, ja. Ich glaube, es ist der 16. dann. Aber es steht alles auf der Homepage bei uns. So ist es. Ich tue es jetzt wieder einblenden. Bitteschön. Weil, passt auf, jetzt war nämlich Folgendes. Es ändern sich ja laufend jetzt Dinge. Und es stehen ja noch welche aus. Es gibt noch Termine, die kommen jetzt dann noch einer. Mhm. Das wissen wir schon. Da sind wir noch nicht, wie gesagt, weil die Lokale müssen sich das ja überlegen, wie sie das machen. Und dann kaum haben sie einen Plan, kommt ja wieder eine neue Lockerung oder sonst was. Was eh leiwand ist, war für die Planung ein bisschen schwierig. Mhm. Und das heißt, da kommt noch einiges dazu. Und am sichersten seid ihr alle miteinander, wenn ihr bei uns auf der Homepage schaut und euch beim Newsletter eindruckt. Also ich werde nicht zugespammt von mir mit E-Mails, sondern dieser Newsletter dient wirklich der Information, wann spielen wir wo. Bis dato ist er immer gekommen, ungefähr einmal im Monat. Jetzt haben wir eine längere Durchstrecke jetzt gehabt. Jetzt waren wir ja 4 Monate nichts, aber klar aus diversen Gründen. Nein, ja, das war schon vorher. Das war lieb, du rettest mich, aber de facto habe ich es schleifen lassen. Und ja, aber jetzt wäre es einmal im Monat ausgegeben, weil eben die Termine. Es ändert sich so schnell, sich wahnsinnig schnell. Gott sei Dank, also ich hoffe, es kommt doch noch ein bisschen mehr. Moment ist nur immer eine triste Lage natürlich, ja. Naja, klar, ich meine, es sind im Juni ist da 4 Termine, also einen privaten haben wir, wo wir spielen, wo wir bei einem Geburtstag spielen und 3 öffentliche, alle natürlich, ist ein großes, ich meine, das ist natürlich noch weit weg von normal oder weit weg von guten Dingen, aber es ist ein guter Start und für uns endlich wieder Publikum vorm Gesicht. Direkt an. Das ist natürlich, so sehr wir euch schätzen und lieben, es ist natürlich was anderes, wenn Leute da sitzen und wenn sie was tun.
Und ja, dennoch machen wir natürlich, die Balwatschen bleibt ja ohnehin bestehen. Und dann werden wir schon schauen, das werden wir wirklich vielleicht als ein Fixpunkt irgendwie planen, dass man einmal im Monat einen Livestream zusätzlich macht, eben ein Konzert von auswärts. Von auswärts, also dass wir wirklich irgendwo sind, im privaten Rahmen eher oft. Ja. Aber das dann eben, also mit einem kleinsten Publikum. Quasi, und das dann, also quasi ein Hauskonzert irgendwo woanders, genau. sozusagen. Aber eben auch als Livestream, dann, also das auch noch mal zusätzlich, weil da haben wir dann beides, da haben wir quasi die Breitenwirkung des Internets gleichzeitig. Und ein paar Leute können uns so auch sehen. Ja, und also das heißt natürlich, wie gesagt, im Idealfall, ihr geht es bei uns auf die Homepage, meldet euch an. Für Newsletter ist natürlich, ja, von der Datenschutz-Dingsbums geht es euch her aus. Das ist das, ihr habt die E-Mail-Adresse, geht bei uns da rein, das eine Programm. Von dort wird das weggeschickt, ansonsten kriegt das ja keiner. Nein. Also, ja, wer soll es noch kriegen? Ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung, was man. Aber. Ja. Aber ich schicke dann wahrscheinlich einmal im Monat ungefähr aus, die aktuelle Lage, wie es bei uns ausschaut, wie wir spielen, wo wir spielen. Weil es kommt da einiges dazu. Wir haben einige Anfragen, einige Gespräche mit Leuten, wo das einfach noch nicht fix ist, weil man noch nicht weiß. Wir werden sicher bei Michael Höfler was machen. Der Höfler werden wir was machen, ja. Das schaut gut aus, dass wir da zusammenkommen werden. Dann Rössenkelle wird es sein wieder im August. Ja. Im August. Schrammelklangfestival. Schrammelklangfestival findet auch statt, allerdings in kleinerer Version. Also wir spielen nur Freitag und Samstag am Schrammelklangfestival. Nein, eigentlich viel größere. Ja, eigentlich viel länger das ganze Festival, den ganzen Juli eigentlich. Ja, auf 10 Wochen hin. Nein, nur auf 10 Tage. Ja, 10 Tage, 5 Wochenende. Ja. Ja. Hat er das aufgeteilt? Oh, da schaut es am besten auf die Homepage. Ja, Homepage stehen ja schon die Termine drinnen. Ich habe das schon aktualisiert. Auf Facebook habe ich es noch nicht aktualisiert, wer dort schauen will. Aber ansonsten. Und ist es 10 Uhr ganz großartig, wie du das schupfst. Also, das ist ja nicht so einfach. Also, ja. Nein, das ist also ganz immer neue Lockerungen kommen oder auch nicht. Und du musst dir das planen. Nicht? Das ist ja. Ja, wir haben zum Beispiel, wir hätten gespielt im Juni bei einer Hochzeit. Die hat diese Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben. Und eben schon vor einiger Zeit, weil es war ja natürlich ein größerer Aufwand. Ja. Und dann hat er gesagt, na super, jetzt hätten wir es eigentlich machen dürfen. Aber das, ja. Jetzt ist nicht gerade gekommen von der ganzen Welt, die Verwandten und Bekannten. Ja. Oder? Ist schon ein bisschen ein Ding, ja. Blöd halt zu organisieren. Blöd zu organisieren. Günther Erich Russel hat mitgespielt. Das ist leibend. Der hat mich schon, du hast jetzt ein Transalp gekauft, der Alte, gell? Habe ich mitgekriegt. Taschlin, kein Bergdorf, der Georg Scheurer. Ja, genau. Taschlin, kein Bergdorf, Georg Scheurer. Karl Lentner, Groß-Hillersdorf. Der Dornrössingkeller im August auch in Stammersdorf. Und jetzt Georg Hüfmer, der Michael Höfler, das ist schon Strebersdorf. Stimmt das? Das ist schon Strebersdorf, ja. Das ist schon Strebersdorf, glaube ich. Ja, genau so ist es. Na, Franz Brandtein, Wort auf die Zehner, Marie, ja. Ganz klar. Im Oktober. Da kann ich zu. Wobei, wenn man ein Krieg kommt, könnte sogar dazwischen noch ein Taschler, ein Czarner, reinrutschen. Da sind wir genau. Auch gerade am Gespräch. Na klar, weil die ganzen, die haben alle nicht alles angesagt, nicht? Und jetzt dann wieder alles neu organisiert. Also es ist wirklich gerade auf der einen Seite ein bisschen Aufbruchsstimmung, es ist leibend. Auf der anderen Seite, wir haben so viele Termine. Heute am Otterklinger Kirtag vielleicht. Schauen wir, was ja, geht. Das war nicht. Wenn wir sehen. Ja, ein gefreit mit BW-Elefanten, ja. Mit Doppelmet. Ja. Ja, wir haben so viele Termine im Kalender stehen, wo wir eben nicht wissen, sind's oder sind's nicht. Mhm. Und das ist wirklich ein bisschen kompliziert in der ganzen Geschichte. Das weiß aber ich wirklich noch keiner. Das weiß keiner. Also man kann auch kein besser oder so. Und es ist eh überall nur Verständnis. Also ja, von beiden Seiten eigentlich. Ja, ich habe noch keinen mitgekriegt, wo das jetzt, wo dann ein Problem war. Also alles leibend. Also wie gesagt, bitte geht's auf unsere Homepage, meldet euch auf für Newsletter. Dann kriegt ihr natürlich die Information, kann man sich ja ganz leicht wieder anmelden. Das ist wirklich alles ganz. Ganz gesichert. Ganz, ja, wirklich ganz gesichert. Ganz, so gut es geht, Leute. Warte, ich werde wieder einen virtuellen Hut einblenden, weil natürlich, wie gerade gesagt, danke. Vier Engagements im Juni. Aller Bonheur. Immerhin. Bonheur geht's fast. Aber es ist natürlich ja. Ging vorher. Aber ich hoffe, dass alle, die zum Taschler kommen, dafür die fehlenden Gäste dann kompensieren werden. Ja, genau. Die haben einfach das Dreifache rein. Dreifache rein. Ja.
Der Tom Turbo macht uns in Elefanten. Sehr gut. Schrammelklangfestival Small, ja. Ja, wir sind aber eh am, steht eh wir sind am Schrammelklang zweiten Juli-Wochenende. Ja. Sind wir dort, also quasi am ursprünglichen Termin. Und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat das aufgesplittet eben auf 10 Tage, also auf die ganzen Wochenenden. Und hat dort halt dann immer ein paar also Bühnen ist, dort. Also es ist ein Programm am Abend, das startet dann am Abend. Auf drei Bühnen gleichzeitig und dann gibt es das Konzert auf der Hauptbühne quasi. Jawohl. Wir sind um 19 Uhr quasi dran und um 20.30 Uhr ist dann das eine Konzert. Also. Ja. Und. Und am Donnerstag spielen wir auch schon einmal. Spielen wir schon dort in einem Wirtshaus. Aber da folgen Details noch. Ja, genau. Am Donnerstag sind wir auch schon einmal. Ja. Sind wir schon um. Also dafür wir nur bis Samstag, nicht? Das ist halt. Ja, das ist halt. Aber dafür besser, weil ursprünglich hat es geheißen bis 23 Uhr. Jetzt haben wir uns schon gedacht, Alter, was machen wir dort? Ich meine, jetzt bist du im Waldviertel, wirklich Wecker gesperrt quasi im also wie man das sagen soll, nicht? Wirklich Wecker gesperrt im Reservat vom Waldviertel und am Öfe gibt es nichts mehr zum Trinken. Das ist die Hölle. Aber jetzt da, die auf die Gasse schon bis eins, nicht? Wenn man Glück hat, bis Uli, vielleicht gibt es dann schon gar keine Beschränkung mehr diesbezüglich. Na, weil das war dann wirklich. Jetzt ist eh schon alles der Kleine und Ding und dann musst du am Öfe auf so. 300 Leute die Veranstaltung, mit Meter Abstand die Sesseln aufgestellt, dazwischen überall ein Holz-T-Shirt. Ein Holzblatt, Baumstamm. Ein Baumstamm, ja. Glaube ich. Mhm. Aber nein, die haben auch so. Zum das ist also. Der Zehner, der Georg Schöner, der Zehner, aber keine Suche. Der Zehner Stanik ist der Intendant und der lässt sich immer super Sachen einfach. Ja, ein super Team. Absolut, ja. Und die lassen sich da so kleinere Sachen einfach. Also, wer dort hinschauen würde, wer. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die ganzen alten Karten verlieren ihre Gültigkeit. Das sind so also, die und ich weiß nur, es haben schon ein paar Bekannte von mir probiert zu reservieren, aber die waren leider schon ausverkauft, das erste Wochenende. Nein. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und man kann in diesen Situationen nur wirklich auf Verständnis. Aber vielleicht, wenn eine Lockerung kommt, vielleicht stockt man dann eh noch mehr auf, vielleicht dürfen dann eh 1000 am Tag kommen, oder was weiß ich, nicht? Oder, keine Ahnung. Das kann ob sich das dann sein. Ausgeht von der Fläche her, nicht? Das was sich da noch ändert und so weiter. Ja, wissen wir alles nicht. Ne? So wie es jetzt ausschaut, dann ändert sich das Laufen. Ne? Kann genauso wieder rückläufig werden. Ja. Was ein paar Postler mehr. Halt. Wir haben ja alle keine Ahnung von der Zukunft. Schon, es ist wieder alles angespielt. Ne? Sind wir schon wieder daheim alle. Ne? Ja. Waldviertel. Wir sind dabei. Na, auf jeden Fall, es fängt wieder an. Leider, es fängt wieder an. Es geht langsam, aber stetig beginnt es. Und muss ich sagen, auf das gefreue ich mich total. Also auf ein echtes Publikum, ich freue mich total. Ja. Und das ist jetzt wirklich schon, das ist jetzt schon so lange her, irgendwie diese ganze Corona-Geschichte, und das zahlt sich schon so lange. Aber ich meine, das klingt jetzt so, wenn man wirklich von der Vergangenheit, von was auch sie verwandt redet, aber geht sich noch erinnern, wie so die ersten Male aus der Quarantäne aussehen, wo man das erste Mal wieder mit anderen Leuten zusammengekommen ist? Also das war irgendwie Space ja, ja. Also das war wirklich, das ist eigentlich arg, ja. Aber, was, ab Öfe darf man nicht mehr rein, aber wenn man drin ist, sagt der Rudi Korbes, nein, ab Öfe hat das Kassen zu schließen. Nein, ab Öfe war ursprünglich zu schließen. Der Arisch schnell davon. Wobei es hat auch nicht so ganz gestimmt, ist schon rausgekommen, das war so, weiß nicht, das war, eigentlich hat man nur nicht mehr hinein dürfen, wenn man dort war. Also, ist schon, das kommt dann immer im Nachhinein, kommen dann immer irgendwelche Sachen, ja. Dass eigentlich eh alles erlaubt wurde. Naja, das ist es ein bisschen besser. Dann braucht es wieder, das Ganze nämlich sowas. Das ist mir verarscht. Ja, ich bin schon verarscht, wie es dann geheißen hat. Es ist nie verboten worden, die Familie da was zu besuchen, aber ich dachte, jetzt willst du mich frotzeln. Ich meine, das ist ja eine Sauerei. Also, Carsten, es gibt vier Gründe, das Haus zu verlassen. Ne? Und da war nicht dabei, die Familie besuchen oder Freunde zu besuchen. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Aber gut, wurscht, sind wir froh, dass sich das Ganze positiv entwickelt. Hoffen wir, dass es so bleibt, dass es keine Welle gibt, keine zweite Welle, sondern dass das halt sich jetzt wieder einfach langsam aber sicher normalisiert. Dann haben wir schon gewonnen. Auf das trinkt man denn die Song und die Song. Auch jeder, der noch da ist, wie viele sind denn noch online? Du hast schon wieder alle weg. 37. 37. Ja, die Elite. Die Elite ist online. Es bröselt ein bisschen schon. Naja, es geht. Wir hauen jetzt eine, alle miteinander.
ein Rotsachtel auf das das Ganze jetzt wirklich sich wieder aufbaut, gut wird. Das schicke ich mir gleich. Und bald plaudern wir nur mal drüber und lachen drüber. Genau so ist es. Oder? Haut's rein. Genau so ist es. Ein Rotsachtel, dass sich das Ganze wieder schnell, rasch verflüchtigt und zur Normalität hingeht. Und zu einer besseren Normalität als vorher. Also ihr habt ein Rotsachtel rein, wir trinken. Also ich trinke eins, der Patrick trinkt ein Wasser. Mein. Kann ich an der Flasche noch einmal schnüffeln. Also. Ich hoffe es. Jetzt hat er sich wieder was rein. Prost, der Fritz sagt schon Prost. So schaut's aus. Leon, auf euch, Mike. Der Mike ist der Erste mit den Achteln. Zum Wohle. Zum Wohle, also noch ein Fritz oder Marius, bravo. Daniela Schlödel, Tom Turbo, Elfriede Meyer, Konrad Pfaffeleder, unser Hardrocker, den haben wir hoffentlich mit dem Blues ein bisschen befriedigen konnten diesmal. Rudi Korbes, Nobas Nickmann, Christoph Acker, hat sich die Achteln. Jawohl, wir sind dabei. Wir sind dabei. Stark, wie ein Fösen, wie die Stefanie Vera gesungen hat. Werner Wichtig, die Achteln. Es geht voran. Es geht voran, Leon, es wird wieder was. Stefanie Werger, weil du gerade sagst, die habe ich die letzten Monate entdeckt eigentlich erst. Die war eigentlich nie so bei mir am Schirm, wie man sagt. Die haben uns ein paar Sachen angehört, und also wirklich gute Texte, ja. Schöne Musik. Also, ich war da positiv überrascht, ich habe die nie so irgendwie interessant. Ja. Schauschepaler, mein Munkeleich hat auch die Achteln rein. Jawohl. Franz Brandwein, wenn ich noch einmal zweite Welle her kriege, einen Anfall. Richtig, Franz. Es gibt keine zweite Welle. Und wann tauchen wir durch? Tauchen wir durch! Der wichtig ist, schau, das ist ganz einfach. Der Virus will ja keinen Alkohol und der mag einen Tabakrauch will er offenbar auch nicht. Achso, nein? Nein. Dann müssen wir sicher. Völlig sicher. Ne? Und als Motorradfahrer hast du immer den Vorteil, dass du immer ein bisschen Sprit dabei hast. Und den kann man ja dann zur Desinfektion ein bisschen aufbringen. Hilft auch, den Meterabstand zu den Mitmenschen zu halten, wenn du noch Benzin fährst. Abneigung habe ich nicht gegen den Duft, bis heute nicht. Schon als Kind habe ich das nicht gehabt. Nein, ich habe das als Kind geliebt. Haben wir schon Tankstelle? Als Kind habe ich schon den Unterschied zwischen einem Zweitakter-Gemisch und dann normalen Benzin und dann Diesel, das habe ich als kleiner Bube das schon gewusst. Das war nicht gut, das hat mich nicht interessiert. Schon anders gerochen. Ich weiß nicht, wie ich das wissen soll. Nein, das ist, wenn wir tanken gefahren sind, ich habe das immer ein. Nicht? Die Mutter immer, da stinkt es im Auto, da stinkt es von der Tankstelle. Da stinkt es und ich habe das immer das voll taugt. Und das ist also echt, ne? Ja. Der Harry Schönaufunde, für euch ein rotes Achtel, für mich ein weißes Viertel. Geh Patrick, an der Werger kommst du nicht einfach vorbei. Naja. Ich meine, ich habe schon gewisse Titel gekannt, aber wie viel die geschrieben hat eigentlich. Ja, die war sehr fleißig. Puh, wirklich. Hut ab. Ja, absolut. Sehr fleißig und gute Texte. Also zum, ich sage um den Wert. Naja, gut, ich meine, schau, jetzt ist der. Das war halt nicht so massentauglich, die finde. Also das war wirklich so ein Stiegel. Schaut mal auf YouTube, ich möchte jetzt eine Werbung machen, ist ja keine Werbung, aber. Nein, ich war beeindruckt dann. Aber ich glaube, das Problem ist einfach wirklich, dass eben in dem Business, und das war halt zu der Zeit auch schon so, dass einfach die Optik mitspielt. Und wenn du natürlich eine hübsche Frau bist oder ein hübscher Mann, schaut die Sache anders aus. Als eben, wenn solche wie mir daherkommen. Also bitte. Naja, Justin Bieber sind wir keiner. Ne? Das und nicht. Ich bin mir Jimi Hendrix. Das war die 60er, das ist wieder eine andere Geschichte. Nein, ich bin der alte Rocker. Das spielt auf jeden Fall mit. Also die Optik und das Ganze. Es muss nicht schön sein, es reicht auch, aber du musst irgendwas haben. Das spielt mit, das weiß ich. Das ist die Showbranche, die ist halt da in diese Richtung natürlich auch einfach, das ist. Ne? Aber was so ist. Aber es stimmt natürlich, Stefanie Werger, wahnsinnig schöne Texte geschrieben, unglaublich schöne Lieder, gute Musik. Gut arrangiert, ich meine, gute Sache, ja. Nein, das ist definitiv. Was? Unter ihrem Wert und seinem Wert weggegangen und ich gehe davon aus, das hat sicher damit zu tun, dass einfach jetzt nicht eine Schönheit nach den Normen der Showbranche war. So geht es einmal. Ja. Das ist einfach. Ja. So, schau, der Konrad Pfaffi nicht da. Ja, super, danke. Pass auf. Für den Konrad. Was denn? Hard Rock. Thank you.
einsteigen! Ja, der Thomas Bastling ist immer gut. Ja. Alter, was hat dann der Mick Jagger? Gell? Das ist wahr. Ah. Es stimmt. Naja, der Mick Jagger natürlich. Ja. Ja. Der Günther Erich Russell sagt richtig, darum ist der Patrick der Hendrix auf der Quetschen. Der hat was. Ah ja, richtig. Ja. Danke. Rauch auf dem Wasser. Ja, Harry Schneider von Tee. Smoke on the Water, das haben sie geschrieben. Das war. Die Studioarbeit. Das war. In Montreux. In Montreux. Jazz Festival in Montreux. Und das haben die dort, die haben mich zugeschaut, eingeraucht werden sie gewiss auch. Nicht? Weil sie wollten das, eigentlich aufnehmen im Studio genau. Dort. Das ist abbrennend. Das ist abbrennend. Und das weil das ja am Wasser ist dort. Nicht? Das ist so, dass die Nebelschwaden, so, also der Rauch mit Nebelschwaden über den See.
Da fällt dir die Scheibe. Mag er die Wand. Ja. Großartig. Der Konrad war für eine super Danke, sagt er. Ja. Konrad. Rock on, rock on. Ja. Der Tom Turbe schaut zu zweit für 34 virtuellen Leute, zwei Gaudi versprühen. Chapeau, Prost. Ja, schaut halt, Prost. Ich danke dir schön. Du, ja, nein, eine Gaudi haben wir in der Party und die sowieso. Und mit euch ist halt so, da sind so viele leibende Kommentare auf. Könnt ihr ein bisschen teilhaben auch drauf, ist ja wurscht, gell? Und bei einigen zum Beispiel, bei einigen denke ich mir dann wirklich, wenn das startet, warte, auf den müssen wir noch warten, auf den müssen wir noch warten, weil der gehört schon dazu. Also ich finde es ja fast schon. Ja, mein Familie ist jetzt pathetisch übertrieben, aber das hat was. Eine große Familie. Das hat schon was, das hat schon was Vertrautes. Ja. Nicht, wenn ich jetzt sehe, der Fritz Stadius ist dabei, der Franz Brandwein, der Thomas Niedmann. Ja, schon. Obolus entrichtet. Thomas, danke. Tausend Dank. Tausend Dank. Dann tue ich mir nicht. Man, da weiß ich nicht, Güterich Rusl, der Zonkos Welt, der Fahre schnell davon. Wie ihr alle heißt, da gehen wir gescheurer, wenn sie da reinschießen und ich denke mir, na super. Das ist ja echt schon, das ist ja fast schon Spielen unter Freunden. Ne? Muss man, also, unter Freunden, jetzt im Sinne von, wir kennen uns ja schon alle, das ist total leibend. Ich meine, klar, freue mich, wenn dann mal mehr Zuschauer sind, jetzt wäre es halt immer weniger. Aber übrigens, ich glaube, wie setzen wir das? Ich glaube, 20:15 ist eine gute Geschichte. Ich glaube auch. Satz dafür, haut uns kurz was rein, schreibt sich was rein. Ob das passt oder nicht? Weil ich habe mir das heute gedacht um 7 Uhr, da bin ich da so gesessen, aber nicht geraucht. Ich habe mir gedacht, stell dir vor, jetzt müssen die eigentlich schon, in Köln sind, müssen wir schon die paar Latschen machen. Ja, da bin ich gerade ins Auto gestiegen quasi sozusagen. Ja. In halbes Tal, ja. Ja. Und da ist es noch total schön. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich. Also ich glaube, wir werden dabei bleiben. Aber schreibt uns eine, was ihr davon haltet. Und dann, ja, wenn wir schon langsam. Heute haben wir ja Verspätung gehabt durch diesen Tag. Aber da, ich sag dir was, da kann ich nichts dafür. Das war. Du hast sicher nichts dafür. Die anderen, die haben uns noch gedacht, das ist da keine Leute, gar keine Leute. Das ist ja 10 Leute, 12. Und dann hat es eingetrudelt ein paar, aber es hat. Aber mein Monkelein ist rettend zu Hilfe gekommen. Aber komm, ich glaube, sie bringt uns jetzt eine Tiramisu oder einen Kuchen oder irgendwas. Nein, sie hat gesagt, glaubt sie eigentlich, dass ich auch online satz. Ja, schau. Es ist schön mit einem Freund. Ja, es ist schön mit einem Freund. Das machen wir zum Abschluss. Das machen wir. Ja, 20:15 super, passt perfekt. Ja. 20:15 ist ideal, ich glaube auch. Ich glaube, später ist dann fast schon spät. Und mein Time, sagt der Christoph Acker. Richtig. Ja, das bleibt. Jawohl, weit geht. Jawohl. Thomas Niedmann meint auch sehr gut. Ich glaube auch, das ist gut. Weil 9 ist schon spät. 9 ist spät wieder, ja. Und, also für uns alte Männer, sagt gar nicht was anderes. Wie siehst du, wir sind eigentlich noch offen, die Open-End, die Open-End-Sendung, ne? Weil du bist ja dann krank gewesen. Genau, letzte Woche war das. Das ist die Open-End-Sendung. Die machen wir dann schon, wenn wir zusammen sind. XXL. Vielleicht nächsten Montag sogar. Schauen wir, ob wir das. Wir können es auch nicht sagen, wir können es auch nicht versprechen. Ja, mal sehen, wie sich das ausgeht, ja. Vor allem beim nächsten Tag um 11 Uhr schon Termin. Vielleicht da nicht. Nein, warte mal, der Dienstag ist der 9., gell? Nein, Dienstag sollte ich bereits in der Früh in Laxelburg sein. Wir haben uns jetzt auch seit 3 Monaten nicht gesehen, der liebe Ernst Spierk und ich. Eine Zeit wie? Das liegt ein bisschen anders, ne? Das gehört einmal auf gar nicht. Na, schauen wir mal. Aber wir sind geblieben ist, ja. Wir sind offen geblieben. Vielleicht machen wir das einmal im Freien. Von der Terrasse im Sommer. Mit den Grillenzirpen. Ja, zum Beispiel. Aber die Grillenzirpen. Die Gössen fressen. Aber sollten wir beide nicht fahren müssen, dann ist es. Naja, klar, dabei XXL, aber da darf keiner fahren müssen. Aber das war gleich, wie wir gesagt haben, wir machen diese XXL-Sendung. Das erste, was meine Mutter gesagt hat, ich habe Sorge, dass ihr zwei aussagt. Sag ich, Mama, was hast du mir für Sorge? Ich bin 45 und du weißt ganz genau, dass mich beim Spielen aussagt. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das so öffentlich. Vor Publikum. Ritter, was glaubst du, was mache ich seit 25 Jahren vor Publikum? Weil privat trinke ich nichts eigentlich. Trinke ich es umgekehrt, ich trinke meistens nur privat. Ja, weil Auto fährst, ich Auto fahre. Ja, wenn du nicht Auto fährst, bist du schnell. Na ja, da ein paar Achteln sind gleich. In dem Moment, wo ich nicht Auto fahren muss, was selten ist, ja, wenn der Schassel fährt zum Beispiel, so, Ratze, Fahrze. Patrick macht die Tür auf,
und hat schon drei Promille, also ist schon was reingezogen, bevor jemand ausgestiegen ist. Nein, das muss man schon ehrlich sagen. Das muss man schon ehrlich sagen. Ich habe mich mit Walter als Vorbild genommen. Bitte mal. Ja, wo ist er? Da musst du aber auch drauf sein. So, also pass auf, wir spielen jetzt da. Buschenschank XXL-Treffen ohne Heimfahren wäre es einmal. Ja, na klar, na, das ist natürlich, aber vielleicht bringen wir mal irgendwann sowas zusammen, wir müssen schauen, dass man, weiß ich nicht, das finden sie, wie gesagt, geht's ja, ist ja sowieso alles in Schwebe und alles im Turn. Das ist natürlich einfach schwer jetzt zu planen, aber ich glaube, es kommen viele Ideen, es passiert viel, man muss nachdenken, man muss ein bisschen flexibel sein und das geht dann schon, man bringt dann schon einige Sachen. Das haut schon dann. Ja, und das... Das ist ein Umdenken einfach. Das ist, ja. Und das ist ein bisschen locker. Ja, das haut schon hin. Sollt aber sagen. Fritz Status, ihr und Zonko besser die Brennräumler, seid für mich die Besten. Jawohl. Herr Fritz, da danke ich dir recht schön. Und ich muss ehrlich sagen, der Fritz geht ja schon zum Immobiliar der Pavlatschen. Das muss man schon sagen. Recht hast du, der Latte schon. Man spürt, wie ihr euch lieb habt. Da ist schnell ein Foto. Was machen sonst zwei, oder was? Was? Das ist eine Zweckgemeinschaft. Ihr spielt Harmonika, ich spiele Gitarre. Was Patrick was? XXL, was wie? Schreibt er da? Doch super, wenn du am nächsten auf Laxenburg musst. Da hast du dann näher. Weil schon, aber die Frage ist natürlich, nach einer XXL-Sendung. Weil wir gesagt haben, wir trinken ja vor der Kamera. Ja, aber das Problem ist, ich am nächsten Tag nicht fahre. Aber 11 Uhr einen Termin am Dienstag. Ne? Ah, das ist nichts. Das müssen wir verschieben ein bisschen noch. Wir müssen das verschieben. Das verschieben. Aber das wollen wir dann im Freien. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das wollen wir im Freien, im Jazzstadel bei den Brüdern. Und er muss grün. Ja, so mit den Rauchschwaden, so vom Smoker. Ein Wutzeug in einem Weingarten war der Wahnsinn. Ja, Rudi Korbes ist sowieso im Entstehen. Ja. Ist im Entstehen. Ja. Wann fangen wir alle beim Patrick ein? Harry schneller Fonte. Wir kommen einfach einmal. Ja. Ja, Harry, weißt du, das geht nicht so einfach, weil es ist ja doch, ich meine, in Zeiten wie diesen ist recht schwierig, das größte Biker-Treffen Europas aufzustellen, wo doch der Intendant selbst nicht einmal einen Schein hat. Ist ja nicht notwendig. Und es weiß ja noch keiner in Eibestal, dass das dort stattfindet. Nein, aber Harry, das ist nur kurz anklären lassen beim Ortsvorsteher, der die Bahn nicht kriegt. Naja, gut. Harry schnell Foto, aber natürlich, das wäre auch offen. Andreas, Christina, der Harry, der Ferchi und ich. Zu viert das geht. Im Hinterhof bei Patrick, gemütlichst. Oder frisch gepflastert dort. Man sieht es nicht mehr, wenn jetzt die Blumentöpfe draufstehen. Das machen wir. Das geht sicher, das hat sicher Beginn. Aber jetzt werden wir uns verabschieden. Und zwar, nachdem ja der Rudi Lux gestorben ist, also haben wir ja schon die letzten Male ausgebracht, kennt man eigentlich was vom Lux schon spielen. Begräbnis ist am Donnerstag, ja, diese Woche Donnerstag, ja. Das Begräbnis, ja. In Stravanzer zum Abschied, in voller Länge. Und wir sagen jetzt schon mal herzliches Dankeschön. Schön, dass du dabei warst, hat uns gedacht, dass uns den technischen Fauxpas danke nachgesehen habt, der uns da passiert, also ich weiß gar nicht, ob uns passiert ist oder einfach nur ein technischer Dreck war. Da ist einfach technikmäßig was passiert, da können wir nie nichts dafür sagen. Wahrscheinlich, ja. Ja, Fritz sagt auch, da wird Zeit, dass wir uns im echten Leben sehen. Fritz Status, ja, das glaube ich. Grenzen sind offen, es normalisiert sich, also das kriegen wir hin. Fritz, das kriegen wir hin und auf das freue ich mich total, so wie auf das Treffen vieler anderer mit euch und passt es eigentlich eh ganz gut, weil man herumstravanzt und dieses Lied hat ganz gut hin und das spielen wir euch jetzt zum Abschluss und wir freuen uns, wenn wir uns wieder sehen und bitte meldet euch beim Newsletter an, dann bleibt es auf dem Laufenden und natürlich, ich werde es auch immer teilen auf Facebook und Co. und Instagram und überall, wo es ist. Das Ganze, wird es überall geteilt, wo unsere nächsten Spieltermine sind und so weiter und es wird sich schon ausgehen. Wir freuen uns drauf, es geht wieder Richtung oben. Ja, so ist es. Wir sind dabei. Und wir sehen uns am nächsten Montag auf jeden Fall 20.15 Uhr wieder. Von wo? Werden wir sehen. Das werden wir sehen. Aber jetzt sagen wir mal Dankeschön. Danke. Super, dass ihr dabei wart. Dickes Bussel, eure 16er Buben.
Schön, dass ihr dabei wart. Vierte Gute, bis zum nächsten Mal. Baba.